Die Lesung aus dem ersten Petrusbrief ist heute sehr bildhaft. Einerseits ist davon Jesus Christus als Eckstein die Rede. Ich habe mal so einen Stein geschenkt gekriegt mit diesem Ich-Dys-Christus-Zeichen in der Mitte. Und wenn wir durch die Wiener Innenstadt gehen, dann sehen wir auch solche Ecksteine. Warum hat es die gegeben? Damit die ganzen Fuhrwerke mit ihren Rädern nicht die Hauskanten ruinieren. Und dadurch haben die einfach die Häuser und die Hauskanten gerettet, dass die nicht dauernd kaputt waren und das Haus gefährdet haben. Und das Zweite ist, dass heute auch der Apostel Petrus sagt, lasst euch zu einem lebendigen Haus zusammenbauen, als lebendige Steine. Heute werden ja eher die Häuser gegossen und mit sehr viel Dämmmaterial eingepackt, aber als ich Kaplan war in Berchtesgadendorf, das Haus war wirklich noch von Steinen zusammengebaut. Und wir kennen das auch, wenn wir wandern irgendwo in die Bergen, die Schutzhütte. Ja, da hat man früher nicht irgendwelche Ziegel hinaufgeschleppt mit LKWs, die nicht gegeben hat, sondern da hat man die Steine genommen, die in der Umgebung waren. Und natürlich hat man die Steine nicht irgendwie zusammengesetzt, sondern man hat die Steine so zusammengesetzt, dass sie wirklich gut passen und dass man möglichst wenig Erde, Mörtel oder Moos oder was auch immer zwischen den Steinen braucht. Und auf der anderen Seite ist auch von einer heiligen Priesterschaft die Rede. Es bezieht sich auf das Alte Testament. Das ganze Volk Israel hat sich eigentlich als heilige Priesterschaft gesehen, auch wenn ein Stamm ganz besonders ausgewählt war, dann im Tempel Dienst zu tun. Wir werden getauft, weil sich die Eltern wünschen. Und das ist auch gut so. Letztendlich seinem Kind lasst man ja auch was Gutes zukommen. Aber eigentlich schuldern unserer Taufe sind nicht unsere Eltern, schuldern unserer Taufe ist Jesus Christus. Er beruft jeden Einzelnen von uns zur Taufe. Und die Eltern, die helfen gern mit, die hören offensichtlich den Anruf von Jesus und sagen dann, ja, unser Kind lassen wir taufen. Jeder ist als lebendiger Stein in das Haus Gottes gerufen. So, wenn ein Baumeister sich auch die Steine aussucht, dass die fest halten. Und wenn es dann einen Stein nicht gibt, dann fehlt natürlich was. Dann ist ein Loch in der Mauer. Das ist so ungefähr das, was allgemeines Priestertum heißt. Wir werden ja auch in der Taufe gesalbt, um unser Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Das heißt, priesterliches Leben heißt nicht nur irgendwie halt Gebete sprechen oder am Altar stehen, sondern mit seinem ganzen Leben Gott dienen. Ja, und ich komme nochmal zurück zu den vielen Steinen. Wir sind also von Gott auserwählt als Steine für dieses geistliche Haus. Wenn einer nicht da ist, fehlt einer. Und der Eckstein ist also Jesus Christus, der das ganze Haus zusammenfällt. Und da kann noch so viel vorbeifahren. Ja, heute die Autos fahren auf der Straße und da gibt es Gehsteige wie früher. Da kann noch so viel bei der Ecke vorbeifahren. Die Ecke wird nicht mitgenommen. Der Eckstein hält fest Stand. Die ganzen anderen Teile des geistlichen Hauses, die halten auch stand. Und ein Aspekt auch noch, das geistliche Haus. Ein Haus wird nicht von einem Stein gebaut. Die Gemeinschaft der Kirche, die Kirche, das Königtum Gottes, wie es so schön biblisch heißt, wird auch nicht von einem Priester gebaut, nicht von einem Stein gebaut, sondern von ganz vielen, die die Gemeinde bilden. Soweit zur zweiten Lesung am kommenden Sonntag, 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 4 bis 9.